Willkommen zu einer neuen Session von Minecraft Dungeons bei der Artefaktsuche. Los geht's! So, und letztes Mal ist mir am Ende ein kleiner Fauxpas passiert, was ich nicht wusste. Und zwar haben wir ein weiteres Artefakt gefunden gehabt. Leider war ich dann nochmal zum Abschluss der Session in der Kirche und wollte irgendwie ins Inventar klicken. Hab aber warum auch immer den Share-Button gedrückt und dann die Folge nicht gespeichert, sondern bin aus dem Share-Ding wieder rausgegangen. Hab noch ein bisschen weiter gelabert, 19 Sekunden. Und dann ist er speichert. Was ich nicht wusste, ist, dass er dann quasi, was davor war, nicht mehr speichert. Sondern nur noch die 19 Sekunden, die ich danach hatte. Scheiße ärgerlich, aber nicht zu ändern. Wir hatten am Ende noch die Kürbisweiden. Da haben wir auf jeden Fall jetzt das Artefakt drinne. Ich probiere mal ein bisschen schwieriger. Einfach jetzt mal just for fun. Ich will jetzt bloß euch noch zeigen, wo das ist. Ich weiß zwar gar nicht, ob man jetzt an diesen Raum noch reinkäme oder nicht. Ich bin mal auch gespannt, wie die Map jetzt aufgebaut ist, weil letztes Mal war zum Beispiel das angelegte Schiff war da ganz anders platziert. Man musste da tatsächlich rüber, zwangsläufig. Oh nö, oh nö! Jetzt nervt mich doch nicht. So. Ich bin mir jetzt unsicher, wo das war. Also wo, wann das von der Karte her kommt. Oh, leck mich doch. Ah, jetzt ist das Schiff wieder so positioniert. Das ist ja komisch. Schade, ich hätte gerne eine Aufnahme gehabt. Da lag es dann quasi quer und wir mussten dann so hier rüber latschen. Hier scheint eine Kiste zu sein, oder? Klasse, jetzt ist der... Ja. Und ich muss zugeben, ich hatte mit dem Artefakt dann doch eine ganze Weile gebraucht. Ich war schon beim Ende des Levels und hab's da irgendwo vermutet. Dann gab's da noch eine kaputte Mauer. Da habe ich auch gesucht, bis mir dann noch wieder was einfiel. Aus vorigen Durchläufen. Da konnte ich mich dann in dem Moment wieder dran erinnern. Das müsste jetzt bald kommen, glaube ich. Noch einer. Aber wo?
Ah. Hier kommt's. Wobei ich jetzt gerade merke, dann kann man die Theorie vergessen. Dass das immer zum Levelende oder zum relativen Levelende erst kommt. Und zwar... Ach ja, hier unten ist auch noch eine Truhe. Hier. Es geht noch. Sehr schön. Ich konnte mich nämlich erinnern, dass hier mal irgendwie was war. Diese andersfarbene Stelle. Das weiß ich noch. Kann man hier eigentlich noch was machen? Nö. Okay. So, dann habt ihr das zumindest gesehen, wo es wäre. Sense des Gefängniswärters hatten wir, glaube ich, auch schon, aber wahrscheinlich nicht in der starken Form. 7 haben wir wieder an Slots nur noch frei. Nee, verkauf hin. Okay, theoretisch könnten wir jetzt auch wieder zurück ins Lager. Machen wir auch. Option? Genau. Und dann können wir noch mal kurz zum Hafen noch mal gucken. Zack. Probieren wir mal auf der Stärke das jetzt aus, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Halt verbündete Geschossabwehr, das ist ja ein Traum. Okay, diese kleinen Feewesen machen echt nicht viel her, muss man zugeben. Dienen eigentlich höchstens noch als Ablenkung. Oh, leck mich doch. Thank you.
Ach du Scheiße, wir sind so ein Riesenvieh. Geht relativ gut. Vielleicht haben wir ja mal richtig Glück und kriegen nochmal ein richtig starkes Lama. Oh nö. Nein! Oh, leck mich! Wo ist der denn? Ich frag mich gerade echt, wo der sich versteckt. So, zack. So. Ich meine, so eine Probleme haben wir tatsächlich nicht. Wir müssen bloß mal aufpassen, dass wir von den Schamanen die Explosionssterne nicht abkriegen. Alter, ihr bindet mich. Und vom Creeper nicht die Explosion. Sobald wir das beachten, oder solange wir das beachten, kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Ach, scheiße. Leerenrufer. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Die Waffe ruft nach den Seelen, die ruhelos zwischen dieser Welt und der Nachwelt gefangen sind. Zieht Gegner ran, das will ich ja nicht. Stell dir vor, schieße auf den Creeper und dann wird er rangezogen und dann boom. Okay, gut, das war easy. So, bitte, 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 yeah! Geil! Alter, mach dir mal gleich einen fetten Sprung hier.
2,7. Oh, von 1,6 zu 2,7. Huiuiui. Okay, jetzt ist das fertig. Wir können auch erstmal noch die kleinen Viecher benutzen, oder? Oder wir haben ja auch bald einen Bosskampf, glaube ich, damit bei... Obwohl, nicht zwangsläufig, nicht zwangsläufig. Zack. Gut, dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Oh, Frostbrand. 10.000 Gesundheit. Lässt einen eisigen Begleiter auftauchen. Der Frostbrand erinnert sich noch gut an die eisigen Winde, die einst die mächtigen Schwingen dieses Phantoms erspielt haben. Ich glaube, das kaufe ich. Blitzschaden haben wir leider nicht, ey. Gewehr zusätzliches Rollen. Das ist eigentlich nice. Reduziert deine Gesundheit. Nee, das will ich nicht. Oh, die Gegnernähe zu dir zieht, ne? Das ist doch nicht unbedingt. Oh, ich meine. Mit dem eisigen Begleiter würde mich halt mal interessieren, eigentlich. Naja, in der nächsten Folge geht's weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.